Angriff. Wir verlassen unser frisch aufgebautes Artillerie-Fort oder unsere kleine Artilleriefestung und sind jetzt bereits in Venedig, wenn man so will. Ich sehe eine angeschlagene feindliche Artillerieeinheit. Der Rest ist aber sehr gut und die Infanterieeinheit ist auch angeschlagen. Die Kavallerieeinheit auch. Also ein bisschen gekämpft haben die Venezianer offensichtlich. Ich guck mal ganz kurz, was wir so haben. Wir haben, oh, zweimal diese dicken 64-Pfünder. Das ist sehr, sehr gut. Und die 24-Pfünder ebenfalls mit dabei. Dazu reichlich Infanterie und Schützen. Ja, sieht doch sehr gut aus. Und ich denke, dass wir mal direkt in die Schlacht gehen, nachdem ich gespeichert habe. Und ich hoffe, dass wir jetzt Venedig ein für alle Mal besiegen können. Es ist lange ruhig gewesen um Venedig. Wir hatten lange ihren Hafen blockiert, aber es gab keine aktiven Kampfhandlungen. Bis jetzt kurz vor Ladenschluss, wenn man so will, vor Wien. Da haben wir kurz ein bisschen uns gefetzt. Aber seit der Eroberung von Morea durch unsere Armeen gab es keine größeren Aktionen mehr. Und dieser lange, aber recht ruhige Krieg wird jetzt gleich ein Ende finden. Mit der Eroberung unserer siebten, auf jeden Fall zu erobernden Provinzen, Venedig. Und wenn das erledigt ist, müssen wir uns dann überlegen, wie wir weitermachen. Wir haben dann nur noch Provinzen zu erobern, die alle zu einem und demselben Staat gehören, nämlich Spanien. Ungarn, Marokko und Spanien sind das. Und ich denke, auch Neapel, Sardinien, Lombardei und auch Gibraltar werden wir uns ebenfalls noch schnappen. Dabei werden wir dann noch nebenbei die zweite Siegbedingung erfüllen, nämlich 30 Provinzen insgesamt besetzt zu halten. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und jetzt müssen wir uns erstmal mit den Venezianern rumschlagen. So, es ist erneut ein Vorangriff. Wie gesagt, die Schlachten werden leider ein bisschen langweilig. Also zumindest was die Stadtumgebung angeht. Denn es sind jetzt immer diese ollen Forts. Das finde ich nicht so gut. Aber man kann es eben, wie gesagt, nicht ändern. So, Garnison, Hauptquartier und so weiter. Wir fangen mal an, wie immer, mit unserer Artillerie. Das ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Einheit. Und ich stelle sie so auf wie immer. Ich will hier frontal wieder reinbrechen in die feindlichen Stellungen. Und, so. Kommen wir da hin? Mit allen Kanonen. Ja, sehr gut. Die Dicken können sogar bis hierhin schießen. Hervorragend. Das wäre also schon mal geklärt. Der General kommt ein bisschen zurück. Und dann werden wir mal die anderen Truppen aufstellen. Hier erstmal eine frontale Angriffslinie. Es ist praktisch so wie gerade eben auch. Dann eine hier bei die Flanke. Und noch eine größere hier hinten hin, auf diese Ecke. So. Kavallerie kommt auf die Flanken, wie immer. Und die Schützen, die können wir von mir aus hier hin. Die sind nicht so wichtig. Los geht's! Ihr schießt bitte alle auf das Vor. Also auf die Stelle, die ich gerade eben markiert habe. Unsere Truppen bewegen sich vor. Und die Venezianer schießen auch zurück, die Eumel. Die Venezianer haben, wie gesagt, ein paar Verstärkungstruppen, aber die bekommen sie nur dann, wenn sie die Truppen verlieren. Das dauert also noch ein bisschen. Ja, hier beschießt bereits die 24-Pfünder. Vorsicht, wir werden ebenfalls beschossen. Jetzt können unsere großen Einheiten auch nachschießen. Ja, sie haben bereits einen Teil der Festung verloren. Die Kanonen sind bereits abgerissen worden von uns. Stück. Und je mehr sich hier bewegen, desto besser ist das für uns. Um das erste Todesopfer zu beklagen. Ja. Und es werden ja noch ein paar mehr werden.
Wäre natürlich geil, wenn die hier so stehen würden, wenn das einbricht. So, jetzt schießen gleich die 64 Pfünder. Feuer! Jawohl! Oh, das sah gut aus. Und jetzt auf diese Ecke hier weiter. Oh, sehr schön. Da sind wir gefangen. Na, ist doch gut fast gestorben. So, weiter geht's. Wir rücken direkt weiter vor mit unseren Truppen. Weiterhin unter Beschuss genommen. Aber hier ist natürlich jetzt so, dass es nicht mehr ganz so viel bringt, weil die Truppen leider nicht mehr drauf sind von den Feinden. Hierauf zu schießen könnte sich noch anbieten. Aber wir machen erstmal das kaputt und dann sind wir damit durch. Hey, wo schießt ihr denn hin? Das kommt gleich. Jawohl, das war's. Jetzt noch auf. Sehr schön. Hier schießen wir bereits mit gliedweisem Feuern auf die Feinde. Das bringt aber nichts, weil die hinter den Mauern versteckt sind. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ganz nah ran. Und auf die Mauern natürlich auch drauf. Und das gleiche machen wir hier. Ja, gehen wir dahin. Und ihr deckt das mal hier ab. So. Hier machen wir das ähnliche oder das gleiche. Hier haben wir jetzt reichlich Feinde auf den Mauern. Das wird ein bisschen schwieriger jetzt, da durchzukommen. Aber es muss ja sein. Und hier bleiben wir mal mit den Truppen so, wie sie sind. Könnt ihr schießen? Ja, mach das bitte mal. Ne, die machen nicht das, was sie machen sollen. Okay. Durchrücken wird aber auch ganz schwierig. Hier ist die gesamte feindliche Kavallerie und Artillerie. Diese Ecke des Forts ist auch gleich weg. Ich denke, in der nächsten Salve ist sie jetzt gleich weg. Hier oben ein Schuss noch. Schießt ihr schon mal am besten, keine Ahnung, wo drauf. Ja, das war's. Boah, da sind noch welche gestorben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die ganze Einheit ist tot. Ne, fast die ganze Einheit. Nur 20 übrig geblieben. Oh, das ist sehr gut. Diese Ecke, das hat richtig noch was gebracht. Da ist das, hat reingehauen, ja. Sehr stark, das war sehr gut. Der Rest ist erschüttert und wird von uns auch jetzt ein bisschen geplättet. Jetzt schießen wir auch endlich mal durch das Loch durch. So. Hier sind wir im Nahkampf mit den Feinden. Bürger und Musketen sind da auch. Genau. Aber wir sind aber klar überlegen hier. In der Qualität der Truppen. Hier sind wir ziemlich verlustlos drauf gekommen.
sehr gut. Und jetzt können wir mal hier durchstürmen. Die Gelegenheit ist sehr günstig. Im Idealfall schaffen wir das sogar hier, die Mitte zu erobern, einfach nur. Und das Pförtnerhaus, oder Pförtnerhaus, gehört auch uns. So, hier auf den Mauern geht's auch gut ab. Da haben wir ihre Infanterie, oh, sehr stark geschwächt. Das liegt, wie gesagt, daran, dass sie kaum Aufrüstung haben. Die Bajonette könnten sie, glaube ich, ja, sie haben auch das Ringbajonett oder so, wir haben das Tönenbajonett, und bessere Truppen ohnehin. Da sieht man hier, wie schnell das geht. Und hier ist es ähnlich, wobei wir natürlich unter der massiven zahlenmäßigen Unterlegenheit leiden. Hier sind wir auch klar überlegen. So, hier sind wir durch. Und ich rücke mal weiter vor, am besten in die Mitte des Platzes. Wir sind noch frisch. Das sollten wir ausnutzen. Vielleicht schaffen wir es ja, das Ganze in einem kleinen Coup zu erobern. Haubitzen wären jetzt auch nicht schlecht, aber wie gesagt, alles eher unwichtig. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ich bin noch nicht da, aber okay. Immer noch frisch. Also sie sind ganz schön fit, unsere Jungs. Aber jetzt haben wir doch einige Verluste, weil die Adlerie natürlich voll auf uns drauf peitschen kann. Gleich sicherlich auch mit Kartätschen ankommen wird. Aber ich hoffe, dass wir das aushalten so lange. Aber wenn ich schon mal runterziehen hier, dann holt euch mal bitte hier runter. So. Ihr schießt auf die Artillerie und ihr geht da in die Mitte. So. Wir haben die Mitte erobert. Jetzt heißt es nur noch Mitte halten. Ihr geht direkt auf die Fahne mit Karree und allem drum und dran. Vorsicht. Kartätschen. Am besten gehen wir in den Nahkampf. Oder auch jetzt. Ah, uns Karree, das ist auch gut. Da kommt Kavallerie an, dann schießen die eigenen Leute tot. Wir haben bereits 30 Sekunden ausgehalten. So, und tschüss. Und die schießt jetzt woanders hin, die Artillerie. Sehr schön. Da ist Linieninfanterie. Alles egal, wir sind hier. So, eine Minute haben wir ausgehalten. Wir haben es fast geschafft. Aber wir sind ohnehin jetzt auch am Siegen. Ich habe sozusagen den Sieg beschleunigt. Scheiße! Wie konnte das denn passieren? Verdammt. Hier runterkommen, aber ganz zackig. Geht das wieder von vorne los? Was soll denn der Scheiß? Auflösen und auch hier hingehen. Sofort! Mist. Nah genannt. Na, das ist doof, weil die immer wieder reinkommen. Wir müssen die irgendwie besiegen. Diese Idioten.